Bei uns ist die Demokratie so in Gefahr wie seit Jahrzehnten nicht. Naja, sie ist in Gefahr durch Nationalismus, durch Rassismus, durch Menschenhass. Denn Judenhass ist Menschenhass, Ausländerhass ist Menschenhass. Und das Problematische ist, dass Menschen nicht verstehen, dass sie alle damit mitgemeint sind. Es geht nicht um Minderheiten oder Mehrheiten. Wenn eine politische Gruppe, man kann es auch für Deutschland aussprechen, die AfD, wenn sie Menschenverachtung als ein Teil ihres Programms macht, wenn sie Menschenhass tradiert und markiert, wenn sie sich an den üblichen Minderheiten abarbeitet, dann ist es eine Illusion der Mehrheit zu glauben, sie sei nicht mitgemeint. Sie ist natürlich eines Tages auch dran. Autoritäre Strukturen, menschenverachtende Strukturen meinen den Menschen. Und das sind wir nun mal alle.